ist das eigentlich? Ich probiere es nur mal aus. Was ist das? Gelände abschrägen. Zeigt auf dem einen Abhang von aktuellen zu gewünschten Höhe. Oh nee, will ich nicht. Das würde, glaube ich, auch geil kommen, wenn man so einen kleinen See da oben drauf. Aber da müsste man jetzt, um das Wasser dahin zu leiten, einen Kanal da hochbauen und dann irgendwie so viel Wasserdruck, weil du musst es ja irgendwie da hochbekommen, ne? Und ich glaube, das ist erstens sehr schwer machbar oder gar nicht machbar. Von daher schade eigentlich, aber man kann es nicht ändern. So, hier haben wir jetzt blöderweise schon wieder das Problem, dass das ein bisschen zu hoch ist. So, weil ich diese grauen Schlieren, hätte ich beinahe gesagt, den grauen Abhang, den will ich eigentlich nicht haben. Ach, kann ich mal, mach mal ein bisschen größer hier bitte. So, zack. Und zack. So, sollte passen. Dann gehen wir einmal in die Landschaftsdekoration wieder rein. Dann haben wir hier auch nämlich so einen schönen Hügel. Und die Straße geht jetzt hier nämlich so zwischen zwei Hügeln lang, die dann auch noch natürlich dicht bepflanzt sein sollen. Das mache ich hier natürlich auch noch. Erstmal mache ich jetzt die Büsche als erstes. Wieder hier so richtig schön an den Rand. Guck mal, jetzt mache ich wieder plus 18.000. Manchmal verstehe ich das nicht. Das schwankt extrem von plus 7 und ich habe ja jetzt nichts irgendwie Wirtschaftliches gemacht, ne? Von plus 37.000 auf minus 5 oder 6.000 auf plus 20.000. Also die Schwankung verstehe ich manchmal nicht ganz. Warum das so eine extreme Schwankung sind. Keine Ahnung. So. Wieder bis hier ran. Genau. So, und hier machen wir natürlich auch Büsche hin wieder. So. Dann haben wir hier wieder die größeren. Ach, guck mal, das ist so eine Kreuzung. Na gut, nee, das wäre auch blöd. Ich kann da kein Dings machen, ihr wisst schon. Brücke. Weil das eine viel zu kleine Distanz zwischen den Bahnhöfen ist. So. So, und die auch wieder hier so am Rand lang. So, und dann in der Mitte kommen die natürlich auch noch. Aber erstmal mache ich die andere Seite. Auch wieder mit den kleinen Büschen an der Straße. Und die großen dann daneben. Ja, das wird doch schön. Jetzt gehen wir so langsam in die Richtung, wo ich anfangs hin wollte. Also, dass wir erstens genug Geld haben, zweitens genug Zeit haben und die Ressourcen und freigeschaltet haben natürlich, dass wir jetzt eben auch auf Deko gehen können, das Ganze so ein bisschen ausschmücken können und der Kreativität freien Lauf lassen können. Ihr könnt auch wie immer noch gerne Vorschläge bringen, wie man das besser oder was für Objekte man da hinstellen könnte. Vielleicht gibt es da irgendwelche geilen Mods oder Objekte oder so, die man da einfach reinstellen kann sozusagen. Und dann ist das doch ganz geil. So, erstmal mache ich jetzt hier aber die kleinen Büsche noch fertig. Bis hier vorne ran. So. Und dann die größeren dahinter. Auf diesen Abhang, damit der das Graue nicht so durchkommt auch. So, die machen das wirklich richtig dicht. So, hier vorne können auch ein bisschen mehr, da kommen keine Bäume hin. So. Zack, ist doch schön. Können wir uns den Himmel nochmal angucken. Also, die beiden Mods haben wirklich funktioniert mit den Light Flares und den Himmel. Die haben funktioniert. Gut, sie haben jetzt allerdings hier halt nicht so viel gebracht. Ich meine, Himmel sieht man sehr selten und Light Flares auch bloß, wenn man es will. So, das Ganze jetzt, ich sehe nichts mehr. Das ist jetzt echt scheiße, weil ich sehe nichts mehr. Ich setze hier einfach schon mal random so ein paar Büsche rein. Damit das Ganze schon mal ein bisschen dichter ist. Aber eigentlich bräuchten wir eher erstmal ein paar Bäume da drinne. Damit das auch so schön dicht bepflanzt ist. Erstmal sollten wir vielleicht Steine machen. Wenn wir denn wieder Steine haben wollen. Und ich kann es nicht sagen, weil ich sehe nichts. Guck mal, hier machen wir so einen großen Stein hin. Hier können wir doch mal so einen großen Stein drauf machen. So. Zack. So, die Sonne geht auf. Schöner Sonnenaufgang.
spiegelt sich schön im Wasser und alles. Oh, ist doch so schön. Und jetzt ist halt das Blöde irgendwie, dass das alles falsch fokussiert ist, ne? Was interessieren mich diese blöde weiße Border? Die brauche ich, die braucht einfach nicht scharf sein von mir aus. Aber warum das nicht? Warum kann das nicht fokussieren? Ne? Das finde ich so ein bisschen schade. So, noch irgendwie Steine? Was haben wir hier denn für Steine? Ah ja, so. Dann mache ich hier. Mach hier welche hin. Genau. Und dann können die Bäume weiter. Gerade überlegen, was man auch machen könnte. Mal so ein Weg. Einen Weg, dass man das sozusagen als Park macht. Das heißt, man macht einmal hier rauf. Das wäre doch ganz geil. So, man fängt hier an. So. Geht nicht, ne? Warum geht das nicht? Ort ist bereits belegt. Also. Das scheint zu funktionieren. Das ist jetzt auch angebunden an die Straße, oder wie? Anscheinend. Geht jetzt halt bloß noch keiner rauf. Ich mache jetzt hier im Prinzip mal so einen Weg, der so hier rauf führt einfach, sodass man hier im Prinzip so ein bisschen rumlaufen kann und die Zeit genießen kann. So. Zack. Ah, nee, warte. So. So und so und dann führen wir den hier wieder zurück. So, dann haben wir hier im Prinzip einfach so eine kleine Schleife sozusagen. Das heißt, die Menschen können hier raufgehen. Ist so ein kleiner Weg und der führt dann eben hier so in der Schleife rum. So, den dekorieren wir hier noch so ein bisschen aus. Da könnte man jetzt wirklich einen Stein noch hinmachen. Also, dass man hier wirklich in die Mitte einen Stein macht. Als Orientierungspunkt oder was auch immer. So. Jetzt haben wir hier noch so ein paar kleine Steinchen noch. So. Ja, kaufen Sie neues Land. Brauchst mich nicht nerven. Ich kaufe mir dann schon neues Land, wenn ich welches haben will. So. Das gefällt mir auch so, dass man hier wirklich dann so draufgehen kann und so ein bisschen die Zeit genießen kann. Hier brauchen wir es ja nicht unbedingt machen, denke ich. Aber da ist schon mal ganz gut. Hier mache ich jetzt erstmal mehr Bäume hin. Was habe ich noch so für Möglichkeiten? Steine. Gut, Kanal, das interessiert mich ja nicht. Das brauche ich ja nicht für diese. Nee. Machen wir auf alle Fälle Bäume. Machen wir Bäume hier hin. Machen wir es auch so schön dicht wie da drüben. Ein bisschen Bäume variieren mal. Und dann wird das hier auch so richtig schön ausgeschmückt. Vielleicht kann man es hier auch machen, dass man hier oben so ein bisschen. Was gibt's denn da? Was macht man denn da so normalerweise? Was steht da so auf so einem Berg drauf? Auf so einem Hügel? Das ist ja kein Berg, das ist ein Hügel. Irgendwelche kulturellen Sachen. Irgendwie, keine Ahnung. Wie heißen die Dinger für Kinder? Einmal gibt es so eine Greifboxen, wo man so reingreifen kann. Und es gibt so Trampelpfade. Nee, nicht Trampelpfade. Heißt nicht Trampelpfade? So mit unterschiedlichen Sachen, wo man so barfuß oder so drüber gehen kann. Das wäre geil, wenn es so ein Objekt schon gibt. Ansonsten könnte man sich ja auch mal so ein Objekt selbst. Aber ich weiß nicht, ob man das so einfach einfügen kann bei City Skylines. Das wäre so geil, wenn man wirklich so ein Trampelpfad oder eben so. Ja, so ein. Sachen zum Reinkreisen. So was Kulturelles, was einfach so im Wald steht oder so halt auf so Wanderwegen für Kinder oder so oder auch Infotafeln über die heimischen Tierarten oder so, dass man solche Sachen auch machen könnte. Das wäre so mega geil, wenn es sowas geben würde oder wenn ihr sowas kennt, schicken könntet oder selbst machen könnt. Vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der Lust hat und Zeit hat und die Fähigkeiten hat, sowas zu machen. Und keine Ahnung, wie schwer das ist, sozusagen, das in City Skyline zu veröffentlichen,
im Steam Workshop eben oder halt einfach auch solo, muss ja nicht für alle veröffentlicht sein sozusagen, aber dass man es hier sozusagen auch privat, also dass ich das sozusagen nur bei mir so veröffentlichen, also einfügen könnte ins Spiel und hier dann verwenden könnte, das wäre halt schon geil. Boah, das wäre richtig geil. Vielleicht gibt es so jemanden, vielleicht meldet er sich mal. Ist ein Angebot, sehr gerne. Das wäre cool. Kann man so richtig schön Waldpfade machen. Für Kinder, für Erwachsene, Infopfade oder so. So Sachen, die im Wald, so Wanderwege. Das wäre doch geil. Das wäre doch richtig geil. Guck mal, und jetzt haben wir hier eben so richtig schöne Parks, ne? Die auch richtig, richtig schön ausgeschmückt sind. Kann das sein, dass die Hälfte davon die gleichen Bäume sind? Guck mal, der sieht genauso aus wie der und der wie der. Und der ist bloß der kleine von denen. So, dann haben wir hier richtig schöne Waldstückchen. Das gefällt mir richtig, richtig gut, was wir gemacht haben. Ja. Perfekt. So, ein paar Bäumchen mache ich noch hin. So, jetzt guckt euch das doch mal an, Mann. Das ist doch geil. Das sieht doch richtig geil aus, oder? Mach mal, schreibt mal bitte wirklich, das ist ernst gemeint, schreibt mal in die Kommentare oder als Bewertung hier, Daumen hoch, Daumen runter oder so, weil, sieht das gut aus oder kann man das so lassen oder anders machen oder vielleicht Vorschläge auch, einfach mal in die Kommentare.